Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Fass dich nicht an. Ich bin super wichtig. Beim Fürst des Morgens, wie ich sehe, seid ihr im Besitz des heiligen Symbols von Basilus. Es muss ein harter Kampf gegen einen so mächtigen Mann gewesen sein. Aber dies wird nicht so bald vergessen werden. Es ist mir eine Freude, euch die vollauf verdiente Belohnung überreichen zu dürfen. 5000 Gold. 1000 Erfahrung. Ja. Wo ist es denn? Ist er jetzt nicht mehr hier? Mit der Erledigung des siebten Basilus wurden wir reichlich entlohnt. Ohne Zweifel kommen die 5000 Goldstücke wie gerufen. So, was ist hier jetzt noch offen? Kivan und Tatsok. Ja, dazu muss ich in das Räuberlager. Das mit Dorn ist eh noch etwas später. Gurkes Umhang ist bei den Tasloi im Maltelwald. Ranzig ist hier in Berikos. Weiß Prämie zieht sich eine Weile. Und da muss ich erst in ein paar Tagen wieder zurückkehren. Gut. Ihr braucht nur zu fragen. Das stimmt ja, hier gab es ja auch einen Seitentempel. Vestibül. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hey, hallo, und wer seid ihr? Jemand Wichtiges, geht zu Keller und besprecht mit ihm die Tempelangelegenheit. Ich wische ihm den Boden auf, sind schwere Zeiten. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Dach auch. Wir sollten uns Türen zulegen. Die Stühle haben sie gemobst, der Boden ist aber ganz nett. Okay. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen, wie ihr wünscht. Leute, die Stühle klauen. Betrunkener hier? Hallo Mädels, wie geht's? Irgendwie muss ich mir Hicks mich verlaufen haben. Egal, ist ja auch egal. Gib mir all euer Geld. Du schreist für mich nach Ärger, Mann. Warum verschwindest du nicht, bevor wir dir wehtun müssen? Ey, pass auf, Freundchen. Wir werden dir nicht unser ganzes Geld geben. Falsch, mir, sie hätte euch Hicks. Mir hat doch das Geld geben sollen. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ich bin ein Leichnam. Ja, wirklich. Ich habe riesige Zauberkräfte und ihr habt mir Hicks mich verrückt gemacht. Ich gebe euch noch eine letzte Chance. Gebt mir euer Geld. Tja, wenn du ein Leichnam bist, dann müssen wir dich wohl beseitigen. Ihr versteht mich wohl nicht richtig. Ich werde euch umbringen mit meiner ganzen Zauberkraft, sodass ihr... So, was wollt ihr? Nur tot oder was anderes? Fahrt zur Hölle. Hey, das ist nicht sehr nett. Befreien wir die Welt von einem Betrunkenen. I like it here. Na. Wie kann ich helfen? Ja. Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Warum gibt es 7 Abzug, wenn ich einen besoffenen Idioten töte? Ich dachte, das wären 2 oder 3. Egal. Wie ihr wünscht. Fasst mich nicht an. Ich bin super wichtig. So. Wie ihr wünscht. Und ja, eigentlich müsste ich mit dieser Entscheidung leben, aber... Nein. Hallo, betrunkener Idiot. Wir werden dir kein geben. Wir geben dir kein Geld, also verschwinde endlich. Wir gehen jetzt, wiedersehen. Hey, das ist nicht sehr nett. Oh. So, der Betrunkene ist ohnmächtig. Sollen ihn die Wölfe fressen.
Was ist eigentlich im Norden? Nix. Ihr braucht nur zu fragen. Oh, Wildhund. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Wir haben vergessen, mir Bolzen zu kaufen. Das wird kein schneller Tod. Egal, kriegen wir auch so alles hin. Ich meine, ich kann jederzeit einfach nur rumstehen. Oh, Worge. Worge und Schreckenswolf und ein Vampirwolf. Vampirwölfe sollten wir wirklich ernst nehmen. Noch ein Vampirwolf. Was ist es diesmal? Worum geht es diesmal? Na, hauen wir mal rein. Okay, den sollten wir dringend ausscheiden, den blöden Vampirwolf. Uff. 2000 Erfahrungspunkte gibt er jedoch. Oh, stimmt, sie hätte auch noch Magieband. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Gut. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also, Gullikin und die Brandyweinbrücke. Oder Feuerweinbrücke. Berigos im Westen, ja. Die Feuerweinbrücke, das werde ich nach dem Räuberlager, aber vor dem so, habt ihr was Interessantes dabei? Ein bisschen Geld? Ja, mein Schatz. Was ich gerade sagen wollte, die Feuerweinbrücke und Gullikin werde ich nach dem Banditenlager, so, aber vor dem Mantelwald machen. Einfach weil ich vorher keine Lust drauf habe, auch wenn die Feuerweinbrücke eigentlich jetzt nicht so übelst heftig ist. Also natürlich, es gibt nichts Schlimmeres als Durlaks Turm. Also in Baldur's Gate 1, in 2 ist es... Ja, keine Festung.
Was gibt's eigentlich im Süden von hier aus? Castors Schule, okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr nicht kämpfen! Ihr kämpfen! Ihr sterben! Gold und Eisen hier oder Tod? Verstanden, Tod, Tod, Tod. Wir werden uns euch niemals ergeben, ihr möchtet gern Plünderer. Wir werden nicht gegen euch kämpfen, im Gegenteil. Wir wollen uns eurer Gruppe anschließen. Wir wollen keine Schwierigkeiten. Nehmt, was ihr wollt, und lasst uns in Frieden. Wir werden uns nicht ergeben. Ihr habt Mumm in den Knochen. Wir machen Mehl draus, werdet schon sie in kalter Hand angreifen. Sprecht und verschwindet. Ich höre zu. Fürs Erste. So, kein Katak mehr. Warum denn ich? Aber natürlich, Schätzchen. Versucht, Schritt zu halten. Ich fühle mich. Aber natürlich, Schätzchen. So. Ja? Ja, mein Schatz. Edelsteinchen, Edelsteinchen, Geld. Geld. Aber natürlich, Schätzchen. Und mehr Geld. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, Bade spielen ist eigentlich relativ interessant, muss ich sagen. Na, Gallieus. Wissen, klug eingesetzt, ist die stärkste aller Waffen. Dass er Gallieus sei. 30. Breitengrad, Längengrad, stark variant. Mond steht bei. Vergibt meine Konzentrationsschwäche, aber ich beobachte den Himmel schon jetzt schon lange. Jetzt habe ich ein besonders komisches Kribbeln im Nacken und kann nichts erkennen, das näher als der Horizont ist. Das sind eben die Schmerzen der Astrologie, nehme ich an. Ich habe wenig Zeit für solchen Blödsinn. Und was haben eure Beobachtungen euch gelehrt? Studiert weiter, ich werde euren Blick nicht ablenken. Was haben eure Beobachtungen gelehrt? Oh, ich könnte euch gar nicht alles erzählen, was ich sehe. Das sind so viele Daten, dass sie erst dreimal gedeutet und untersucht werden müssen. Es ist schon ein Wunder, dass ich die ganzen Informationen ohne Schaden aufnehmen kann. Im Großen und Ganzen stehen uns aber interessante Zeiten bevor. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Himmel selbst schauen interessiert zu. Am Horizont zeichnen sich Konflikte großer Tragweite ab. Ja. Und welch war er? Bleibt zurück und gebt Acht. Wir sind ein paar Wildhunde. Was machen eigentlich so die Erfahrungspunkte? Sie braucht noch ein ganzes Stück. Er braucht noch ein ganzes Stück. Er hat wieder. Wobei er auch noch ein Stück braucht.
Sie hat zum Glück bald wieder ein Level up. Sie braucht noch, ja. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Also Vekonia, ja.